bekannte Gesichter, also auch neue. Und ich schließe mich wirklich sehr an allem, was Ari gesagt hat, wirklich betonen, nämlich eins, dass ich mich sehr freue, wenn ihr eure Kamera einschaltet, weil es mir wirklich eben auch eure Gesichter sehen, dessen, dass Ari das gesagt hat, haben schon einige von mir, das freut mich. Und das Zweite ist wirklich, dass ihr gerade Zeit machen, Fragen zu stellen. Vor allem, ihr könnt natürlich mit Fragen stellen, aber vor allem die Gewohnheit, immer wieder so eine Pause einzuschalten und zu fragen, ob jemand eine Frage hat. Und dann freut es mich, wenn diese Gelegenheit wird uns das auch tut, damit eben das Gefühl ist, dass da auch eine gewisse Interaktion da ist. Was wir dieses Jahr, in diesem Semester tun werden, ist, dass wir jeweils ein paar Wochen lang ein Thema behandeln werden, das wichtig scheint uns Fraternet allgemein und eine besondere spirituelle Funktion in unserem Leben haben kann. Im Fraternet, im Rabbi Judah Lane, also ging es ganz klar darum, unser religiöses Leben zu bereichern. Also es ging nicht um Theorie, sondern es geht ihm darum, dass die Dinge, die wir tun als religiöse Menschen oder als Juden, aktuell erfüllen. Darum ging es ihm und darum geht er immer wieder auch auf Dinge ein, die wir aus unserem Alltag kennen, sei es der Schabbat, sei es bekannte Gebete. Und es geht ihm eben darum, dass die Dinge, die wir ein bisschen automatisch machen in unserem Leben, etwas in uns bewirken und uns eigentlich Gott näher bringen. Und was ich eben tun möchte, ist, dass wir dieses Mal in diesem Semester mehrere Wochen lang diesem Thema uns beschäftigen. Heute allerdings, da wir vor Pesach sind, werden wir uns mit Pesach beschäftigen. Was Ari nicht gesagt hat, ist, und vielleicht hast du vor, es am Ende zu sagen, ich sage schon jetzt kurz, nächste Woche bin ich überhaupt, möchte ich das euch sagen, ich bin alle vier Wochen circa, bin ich im Ausland und leite Seminare in Deutschland oder in der Schweiz und dann können wir uns hier nicht treffen. Das heißt, es ist nicht Acht geben auf die Mails, wir werden jeweils immer eine Mail schicken, oder auch immer in einem Giro, weil es nächste Woche keinen Giro gibt, also es gibt nächste Woche keinen Giro. Und daher ist das eigentlich unsere eigene Begegnung vor Pesach. Und daher sind wir ein bisschen auf Pesach vorbereitet. Vielleicht gibt das auch für den einen oder Material für den CES, den wir doch gerne nach dem gestalten. Hat jemand irgendwelche Fragen, ganz jetzt allgemeiner Natur, über das Fraternet oder über darüber, was wir tun werden, dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Moment, jetzt hat jemand eine Frage gestellt. Die Frau Becker. Ja, Sie müssen das Buch ja nicht auf, also das Buch brauchen, das ist so, Sie können, die Frage ist, wo kann man das Fraternet kaufen? Die Antwort ist, hier kann man das erwerben, es ist nicht sehr teuer, es ist nicht auf Deutsch, ich glaube, es gibt eine Auswahl, teilweise ein paar von Worten übersetzt sind, aber das sind meistens nicht die, die ich hier wähle. Auf jeden Fall, ich hoffe, Sie sehen, auf dem Bildschirm ist immer der Text, den ich lehre, ist immer da und ich schicke ihn auch jeweils dem Schuh. Dem Arik, der sie dann auch schaltet. Das heißt, Sie können den Text dann nachher auch immer wieder im Internet finden, im Mod, und Sie können es auch ausrufen. Okay? Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen allgemeiner Natur? Dann beginnen wir. Und ich habe heute für uns eine Tora, das nennt man ja, eine Tora, eine Lehre, ausgewählt, die sich befasst. Eine kleine Einleitung möchte ich dazu geben, ist eine der ganz großen Fragen unseres Lebens, glaube ich. Für uns alle ist der Sinn des Leidens. Das ist der Sinn des, warum leiden wir in unserem Leben? Je älter wir werden, unser Leben nicht ein, sondern auch viele Dornen und Biss. Und für uns, warum eigentlich ist das Leben mit so vielen Schwierigkeiten zu tun? Und es ist besonders, oder es hat eine besondere Dimension für religiöse Menschen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir glauben an Gott und wir glauben, dass Gott uns nur das Beste für uns will. Dann ist die Lösung der Welt, wenn Gott eigentlich das Gute für uns. In der Theologie natürlich ist der bekannte philosophische Ausdruck, in der Theologie ist die Theodizee, also der Versuch, Gott, Theo, zu verteidigen, die Theodizee, die Verteidigung Gottes. Ja? Also warum hat Gott die Welt so erschaffen, wie sie ist? Natürlich, das ist ein Mysterium, wir können das gar nicht verstehen, und das ist sicher mal die wichtigste Antwort. Ja? Gott ist jenseits, ist erhaben über all unsere Gedanken, und wenn man wirklich versteht, was Gott ist, nämlich das Absolute ist jegliches Denken entzieht. Und wir können nur Gottes Gegenwart, aber nicht in Gedanken fassen. Dann ist einfach die Antwort, und das ist sicherlich die wichtigste, dass die Maimonides gegeben hat. Ja, Maimonides, Rambam in seinem Kür des Verirrten, der Verirrten, wohin, die wichtigste Antwort auf diese Frage, nämlich, alles sprechen über Gott, dass alles sprechen über Gott ein Fehler eigentlich ist. Weil alles sprechen über Gott, ist ein Versuch, Gott in menschlichen Denk,
Kategorien zu fassen. Und das geht, das ist unmöglich. Aber wir möchten uns doch nicht nur mit dieser Antwort begnügen. Wir haben das Bedürfnis doch, um mehr auch als Menschen zu den Kategorien Gedanken zu machen über Gott und über diese Fragen. Ari, kann ich erlauben, dass ich der Präsenter der Parallelität? Ari, hörst du mich? Ja, danke. Okay. Das ist eben die große Frage, mit der sich auch natürlich das Fatemet befasst. Und für Pesach, bezüglich Pesach ist es eine besonders wichtige Frage. Worum geht es um Pesach? Pesach geht es darum, dass wir das jüdische Volk nicht nur gelitten haben, nicht nur versklavt waren in Ägypten, sondern wir sind in Ägypten entstanden. Das heißt, dass wir also die Erzählung von der Erstehung des Jüdischen bis zutiefst mit Leid verbunden. Das jüdische Volk ist entstanden in der Versklavung. Das ist ein ganz interessanter und seltsamer Punkt. Ja? Also, was man auf Hebräisch Reishit nennt, der Beginn, der Reishit, der Anfang des jüdischen Volkes, ist in der Versklavung und im Leid. Warum ist es so? Und jetzt, nach dieser Einleitung, werden wir uns diesen Text suchen und mit dem Pfeil, wo wir beginnen. Okay? Lechem. Okay, ich hoffe, dass es alle auf Ihrem Bildschirm sehen. Gehe ich auf die Seite mit meinem Pfeil und ich bin dann jeweils der Pfeil zeigt auf die Zeile, wo wir uns im Hebräischen finden. Lechem Oli. Das Vatemet beginnt mit dieser Bezeichnung der Matzah in der Torah. Die Torah nennt die Matzah, die wir am Pesach essen, Lechem Oli. Brot der Armut. Wir kennen das natürlich auch aus der steht, Ha Lach Ma'anya, die Acharu Abetana. Dies ist das Brot der Armut, das unsere Vorfahren lernten. Jetzt die Frage ist, was bedeutet das? Was ist das Brot der Armut und ist das überhaupt wichtig am Bus? Am Farshim Nechleku im Siman Lagalut Vehainui Boalachelut. Sagt das Fatemet zu Recht, dass die Interpreten, jüdischen Interpreten des Mittelalters diskutierten, ob Lechem Oli, das Brot der Armut, ein Zeichen für die Qual, für das Leid, Inui war, oder für Chelut, für die Freiheit. Das heißt, die einen sagen, die Matzah symbolisiert das Leid, weil es Lechem Oni ist, ist dasselbe Stamm wie Inui, Qual. Ja, das würde dann bedeuten, das Wort der Qual. Aber andere sagen, Matzah, ein Symbol ist, mit Ivrei Rashi Baramban, Ireshualam Inui, Rashi und Ramban, die unter euch die Hebräisch lesen können, können unten hier in dem das dann sehen. Das wäre aber Rashi und Ramban erklären in der Tat, dass Matzah mit der während der Maharal, das ist von Oliver Haar, Lomta Belmat, Ayunsham, aber der Maharal von Prag, der war der Ansicht, dass die Matzah nicht mit der Qual zu tun hat, sondern mit der. Und hier kann ich euch schon jetzt wieder mal ein kleines Fatemet. Das werdet ihr gleich sehen. Das Fatemet hat jetzt, wenn immer er eine Machloket in Glaubensfragen hat, ja, nicht in der Halacha, sondern in wirklichen Fragen ja, oder existenziellen Fragen, wenn immer es eine Machloket beigesprägt, zu dem Aral, hat das Fatemet die Tendenz zu sagen, dass Teile derselben Medaille sind. Ja? Das ist zwischen dem chassidischen Denken, das immer synthetisch ist, während die analytischen Philosophen mehr analysieren und versuchen, die Unterschiede herauszuarbeiten zwischen den verschiedenen Meinungen. Aber im mystischen Denken, die verschiedenen Ansichten als verschiedene Gesichter der Torah, die alle gleichzeitig stimmen, und daher ist es nicht nur legitim, überhaupt, dass es eine Machtstreitgespräch, das ist völlig okay. Für den Fatemet bedeutet es, dass zwar, auch wenn verschiedene Meinungen da sind, in der Grundebene, Wurzel eigentlich Teil desselben sind. Das ist genau, was er hier jetzt sagt. Bei der Wahrheit scheint es, die Hu al Klal al Verdura. Da symbolisiert sowohl das Heruntergehen, also aber auch die Geula, auch wie ihr gleich sehen werdet, ist das für ihn. Sind das zwei Dinge, die zutiefst miteinander verbunden sind. In Alenu le Shabeach al Galut Ramban. Denn gewiss ist es so, dass reisen soll auch für, wir sollen dann für das Galut, für das Exil. Und wie ich den Fatemet kenne, wenn er von nicht nur das Exil Israels in Ägypten oder so, sondern er meint damit das Leid in unserem Leben überhaupt. Okay? Das heißt, das Fatemet hat hier nicht weniger als das, dass der Mensch, wenn er die Wurzel des Leids versteht, und damit haben wir ja auch unseren Schiur begonnen, warum leiden wir? Wenn wir wirklich verstehen, lernen auch dafür dankbar zu sein. Okay.
im Mensch so, man soll dir dankbar für die Erlösung, nicht verreden, Hashem gebracht mir diese. Er sagt, Erlösung kommt, wenn wir leiden. Zuerst leiden wir und dann werden wir davon erlöst. Wäre es aber möglich, zur Erlösung zu kommen, ohne vorher gelitten zu haben, dann wäre auch für die Erlösung nicht dankbar sein, denn wir würden sagen, ja, Moment, mein Gott, erlöse mich doch ohne dieses Leid. Das heißt, wenn ein gutes Leben möglich wäre, ohne Leid, ohne Fehlung, ohne dass wir auf auffallen, ja, und schwierige Zeiten haben in unserem Leben, wenn das möglich wäre überhaupt, dann wären wir auch nicht dankbar für die Erlösung, denn wir würden sagen, Gott, du hättest uns das Gute auch ohne das Leid geben sollen. Das zitiert hier eine Gemahlin, mehr oder weniger gesagt, dann hätten wir das auf die sowohl auf Leid als auch auf die Erlösung. Aber gewiss ist, dass das Exil und das Haupt ein ist, jetzt heißt ein Ratschlag, ja, das ist meint ein Mittel, um uns zu Gott zu nehmen. Okay? Und ich möchte das noch präzisieren, was wirklich das Fatimah damit meint, ist, dass das Leiden, sogar auch alles Böse in unserem Leben, notwendig ist, um uns Gott zu nehmen. Also wenn wir die Frage gestellt haben, gibt es das Leid in unserem Leben, dann ist die Antwort, ich sage das jetzt mal ein bisschen psychologisch, die Antwort ist dass wir uns nicht entwickeln würden, wenn wir nicht auch schwierige Zeiten in unserem Leben hätten. Das heißt, es ist das Leid, das vorwärts bringt, beziehungsweise zu Gott bringt. Ich meine, da ist eine Frage. Ich bin nicht sicher, dass ich die Frage verstehe. Ja, das war in Oni, nehmen wo es ist, denn es ist wie ein Vokal und macht aus dem Ani Oni. Ja? Also ich bin nicht sicher, dass ich die Frage gut verstanden habe, aber Oni schreibt sich genauso, wie es da steht, ein Wort nur nie. Okay. Besäche Katun und steht in Haggadah shel Pesach beschrieben, mit Chilat Ovde Avodah Zara Hayu Avotenu. Zu Beginn waren unsere Vorfahren Götzendiener, unser Name der Buben Zahima, und dann unsere Vorfahren im Sex. Ja? Der Beginn des Ganzen ist, dass wir Götzendiener waren. Ja? Und wie gesteht, wenn wir von Leid für den Vater Met, ist Leid, Exil und Sünde, alle drei Dinge gehören zusammen. Denn alle drei Dinge sind negative oder schwierige Aspekte, die uns aber im Endeffekt dazu bringen, und nicht im Endeffekt, sondern in einem dialektischen Prozess dazu bringen, uns vorzunähern. All dies war ein Liebesbeweis von Gott für uns, für Moshe Katu, wie in den Psalmen steht, in Psalm 40, ich glaube, Elenu, deine Wunder und Gedanken, oh Gott, sind für uns, sind so, weißt du, Gott hast unser Leben so gestaltet, dass alles zu unserem Guten ist. Hier haben wir eine grundlegende religiöse, spirituelle Einschätzung, was in unserem Leben geschieht, einschließlich, liebe Freunde, das Leid, das Exil und auch die Sünde, all dies soll uns bis zu unserem Guten. Okay? Jetzt wird er das ein bisschen präzisieren, aber ich möchte schnell kurz die Möglichkeit nehmen, oder irgendwas nicht klar ist jetzt. Moment. Ja, ist besser, wenn Sie die Frage an alle richten, das steht, dann können Sie mir dabei, aber ich lese es jetzt für alle, aber bitte die Fragen an alle stellen. Okay. Lese ich rein. Ja, ich habe geschrieben, das klingt alles sehr gut, dass man durch das Leiden lernt und dadurch ein reiferer Mensch wird und dass es dadurch die Menschen wieder zu Gott bringt. Aber wie ist es zum Beispiel mit Menschen, die Entwicklungsmöglichkeiten nicht haben? Wenn zum Beispiel kleine Kinder schon sterben, mit 2 Jahren oder krank werden, dann kann man ja nicht von einer Entwicklungsmöglichkeit sprechen. Bringt Ihnen das Leiden dann auch? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube nicht, dass das Vatermetz nur versucht, eine ganz allgemeingültige Antwort zu geben, sondern es geht ihm darum, dass wir Menschen manchmal in unserem Leben leiden und sich nachher herausstellt, oder sogar während des Leidens herausstellt, dass wir dadurch reifer werden. Kategorien des Leidens, die durch diese Erklärung nicht werden. Das ist klar. Es gibt dafür andere Ansätze in der Kabbalah und in der jüdischen Philosophie, um auch die Dinge gleich zu erklären, die wir ansprechen. Zum Beispiel das Leid kleiner Kinder. Das ist ein sehr, sehr großes Thema.
Mit dir möchte ich mich darauf beschränken, dass wir davon reden, von Zeiten des Leids in unserem Leben, vor allem als Erwachsene, und darum geht es um. Okay? Wir haben völlig recht mit Ihrer Frage, und das ist sicher mal für ein anderes Mal ein gutes Thema. Richtig. Er hat gesagt, ganz so, das war der Rabbi Danzu vor allem, ja, wie Falco gesagt, auch dies ist zum Guten. Jetzt möchten wir das ein bisschen präzisieren. Und wir verschulden ja schon mal, jetzt geht es, das hat nicht schon ins Detail. Was ist das Gute, das uns aus unserem Leid kommt? Liebe Freunde, ich glaube, es ist nicht ganz einfach, dass das Leid ist, damit wir niedrig sind und uns vor Gott unterwerfen. Ich habe das hier unter betont, habe einen Strich darunter gemacht. Die Belohnung, ohne Leid würden wir nicht unseren Stolz, von unserem Stolz gerettet werden. Ja? Oder wenn ich das psychologisch ausdrücken darf, solange wir nicht leiden, sind wir Gefangene unseres Narzissmus. Ja? Das ist ein starkes Wort. Ja? Es geht ihm darum, dass er sagt, geht nicht ohne Leid. Ja? Was, warum ist das damit? Die Antwort ist, weil etwas in unserem Ego zerbrochen wird, wenn wir das ist ein Punkt, den ich sehr betonen möchte. Ich weiß nicht, wie Sie es aus dem Leben kennen, in meinem Leben sicher bestätigen, als auch in der Arbeit in sehr vielen informierenden Psychotherapien. Es ist etwas in uns, in unserem Ego, das wie eine Hülse hat oder eine Schale, die das Ego schützt vor anderen Menschen und vor Gott. Das heißt, wir leben in einem Gefängnis, eines X, und dieses Gefängnis schützt unser Ego, aber verschließt einer wahren Gottesbeziehung und einer wahren Beziehung mit anderen Menschen. Es braucht ein gewisses Maß an Leid, die uns dazu bringt, dass dieses Gefängnis, wenn wir leben, aufgebrochen wird. Belose, ohne das Leid, sagt Satanet, können wir nicht aus unserem Stolz, aus unserem Ego ausbrechen. Das ist ein unangenehmes, ist so. Ich das bestätigen und ich könnte mir vorstellen, dass viele von uns auch schon diese Erfahrung gemacht haben. Moshe Matzino, Panapanim, Wunder, die Flau Barat, die Wunder Gottes, die Berg, Schiluchal, Adam, der Pavel, Atoba, Gott macht Wunder, die uns hilft, aufnehmen kann und es nicht mit einem stolzen Fuß zertrampelt. Das ist ein sehr starkes Wort. Ja? Also überlegen Sie sich, was er da sagt. Er sagt, Gott wird viel Gutes im Unternehmen, aber weil wir so stolz sind, machen wir dieses Gute kaputt. Mit Fuß. Ja? Wie ein Elefant in einer Lahnlage, wie man sagt. Das heißt, eigentlich ist unser Leben voller Güte und Dinge. Ne? Deswegen unser stolzes Warnen. Und daher sagt das Satanet, nach Wundern, und da meint unser Leben, wie das Gefängnis des Egos, dass wir beginnen, das Gute in unserem Leben wahrzunehmen. Ne? Es ist ja eine gute Tatsache, liebe Freunde, wie unser Gehirn so gebaut ist, und das ist wirklich auch von Studien bestätigt, wir haben die Tendenz, das Schlechtesten, den Schwierigkeiten viel mehr Gewicht zu geben als den Guten. Das heißt, wenn ja, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben den Menschen in unserem Leben, wir haben Familie, wir haben Menschen, die wir lieben, wir haben Menschen, die uns lieben, wir haben eine Gemeinde, wir haben genügend Geld und so weiter, haben wir gar nicht, sondern unser Gehirn ist darauf angelegt, sich uns fehlt. Das dürfte sogar eine Logik haben, denn wenn sich mit dem beschäftigt, dann versuchen wir immer, dieses Fehlende zu bekommen. Das hat auch von einem spirituellen, geistigen Standpunkt. Als Menschen, die im Ebenbild erschaffen sind, nicht nur Tiere, die überleben sollen, sondern auch dieses Ebenbild Gott. Von diesem Standpunkt her ist die Tatsache, dass wir ständig unzufrieden sind oder die Tendenz haben, unzufrieden zu sein, etwas sehr Schlechtes. Und das Vaternetz, das Leid, was ist diese Tendenz, uns auf das Negative zu konzentrieren, aufzuholen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn wir irgendein riesiges Problem haben, oder ist das jetzt vielleicht ein gutes Beispiel, wenn man miterlebt, wenn ich eine Grippe habe,
Ja, wenn wir einen Gripper haben und wir liegen im Bett während 3 Tagen und können kaum uns auf den Beinen halten, dann sagen wir, oh mein Gott, warum? Ich habe gar nicht verstanden, wie glücklich ich eigentlich bin, wenn ich laufen kann, wenn ich die Kraft habe, zur Arbeit zu gehen. Und wenn wir zur Arbeit gehen, dann muss ich nochmals arbeiten, jetzt muss ich nochmals gehen. Aber wenn wir nicht arbeiten können, dann verstehen wir erst, wie kostbar unser Alltag ist. Ja, was ein Wunder, wie es das Vater Natur nennt, ein Wunder, das Gott für uns macht, nämlich die Grippe, da lernen, das Gute in unserem Leben laufen. Ich habe so, nach mir, Adam. Alles Böse in unserer Welt und in unserem Leben bringen uns dazu, Ego ein bisschen runterzunehmen und daher auch das Gute stolzen Fuß. Okay. Irgendwelche Fragen ist hier oder irgendwelche, möchte jemand etwas dazu sagen? Gut, dann machen wir noch ein bisschen weiter, obwohl wir eigentlich schon in der Zeit waren, aber machen wir ein bisschen weiter. Und nachher schaue ich nur auf den Paro, die erzählen, dass der Schem, weil nun mal Kutoi brach ein Leben mit der Belastung. Wir waren Sklaven Paros und wir sind von dort herausgegangen, um Sklaven Gottes zu sein. Das heißt, das Königreich Gottes auf uns genommen, Mit Israel, die Krebe, die vierten Song. Der Tag, was ich Ihnen vorhin in der Einleitung gesagt habe. Reshit Israel. Ja, Reshit heißt Anfang, Beginn. Der Beginn Israels, der Anfang Israels war mit dem Auszug aus Ägypten. Für Moshe Neymar, wie geschrieben steht. Hozeti etchem in Israel, liot lachem elokim. Ich habe euch aus Ägypten geführt, um euer Gott zu sein. Ja? Man muss immer, wenn das Sakrament einen Vers führt, kann ich euch als Klall, als Prinzip, als Grundprinzip sagen, hat er immer eine besondere Art, diesen Vers zu lesen. Ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind. Ja? Er bringt diesen Vers, um zu zeigen, dass der Beginn Israels mit dem Leid war, mit dem Prinzip. Und dann sagt er den Vers, ich habe euch aus Ägypten geführt, um euer Gott zu sein. Ja? Wir kennen ja alle diesen Vers aus dem Schmagebild. Und hier steht, okay, Mascher, und seht ihr zu sein, ich bin Gott, der euch ausgeführt hat, und Jod lachen wir nicht. Jetzt, was das hat er nicht eigentlich angedeutet ist, was heißt Volk Israel zu sein? Das Volk ist das Volk, das mit Gott verbunden ist. Gott aus Ägypten geführt, und dann wurde er zu unserem Gott. Was also dieser Bekannte, der hat Schma sagt, dass das Leid und dann die Befreiung des Leids zur Gottesbeziehung. Ja? Und wie Hashem und Hashem, ich bin euer Gott, und wie bin ich es geworden? Hashem und Zeti et Chemel zum Zweien, der euch aus Ägypten geführt hat, Chemel und Zweien. Und damit werde ich zu eurem Gott. Es ist dieser dialektische Prozess von Leid und Erlösung aus dem Leben, von Exil und aus dem Sinn, das zu Gott bringen. Und ich möchte auch sagen, damit die Sünde gewinnen, wie ich es auch bin. Denn auch die Sünde ist etwas Negatives, aber wenn wir sündigen und dann ausziehen aus der Sünde, was in Ägypten gezogen sind, dann bringt uns das Gott näher. Ja? Daher bringen wir ja auch den Sündopfer Korban Chatat. Denn Korban kommt ja vom Wort Korban heißt. Das heißt, über die Sünde uns, dass wir uns aus der Sünde herausbringen, dass wir ausziehen aus der Sünde, gibt uns das hier ein Korban zu bringen, Gott nahe zu kommen. Und es sollte sich immer nach mir erzählen, aber, sagt das Sakrament, um diesen Prozess auch zu Gottes Beziehung zu schaffen, müssen wir von Anfang an versuchen, uns Gott unterzuordnen. Er sagt, was bedeutet es, dass wir uns Gott unterordnen? Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Das bedeutet, dass wir das Leid als Teil unseres Wegs verstehen. Von Anfang an. Das heißt, die Religiosität ist, wenn wir schon dann, wenn wir leiden, verstehen Gott, wir verstehen noch nicht wie oder wie es funktionieren wird, aber darin ist schon der Erlösung. Ja? Und jetzt bringt er diesen Versuch aus Kohelet, aus dem Prediger, wo er sagt, Tod, Acharita war mir welche Punkte gesagt, wenn immer das Sakrament einen Vers geführt, dann ist darin das Zitat genannt, sondern er erklärt den Vers von 9. Und was heißt gewöhnlich dieser Vers? Tod, Acharita war. Gewöhnlich heißt das, was am Ende kommt, Acharita war, das Ende des Prozesses, ist besser als Reshito, als der Beginn.
Das ist die einfache Bedeutung dieses Verses. Wir, das Ziel eines Prozesses ist besser als der Beginn eines Prozesses. Denn wenn ein Prozess beginnt, dann können wir noch nicht sehen, was da ist, was daraus erwachsen wird. Aber wenn wir zum Ende kommen, dann sehen wir, ach, ja, jetzt verstehe ich es jetzt nicht. Aber ich hoffe, dass Sie aus dem Zusammenhang verstehen, dass das Vater Netz mit dem Vers anders erklärt. Nämlich, das Gute, das am Ende des Prozesses rauskommt, ist schon im Beginn drin. Wenn du die Gottesbeziehung im Sinne, wie wir es erklärt haben, mit Gott auftauchst, dann wirst du schon zu Beginn spüren, das Gute dessen, was am Ende herauskommt. Liebe Freunde, das heißt nicht, und damit werden wir jetzt aufhören, ich möchte da nicht den ganzen Klassikoran lernen, aber was das Vater jetzt hier sagt, ist, dass eine religiöse Einstellung es dir ermöglicht, selbst schon im Leib zu erahnen, dass das Gute des Prozesses, dessen, was wohin es führt, schon da ist. Und es ist mir sehr wichtig, liebe Freunde, ich will das nicht irgendwie romantisieren jetzt und sagen, herrlich, verneiden wir und wir sind super zufrieden. Das ist nicht so. Ja? Ich will das nicht romantisieren, auch das hat nicht romantisiert. Ist nicht. Als die Juden versklavt waren in Ägypten oder als die Juden in der Inquisition litten oder jeder von uns in seinem Leben leidet, wenn man leidet, dann leidet man. Okay? Aber wenn du diesen spirituellen Ansatz hier verinnerlichst, dann ist im Leid drin zumindest eine Ahnung des Guten da. Ja? Ich möchte das vielleicht noch ganz kurz veranschaulichen mit einer ehrlichen Erklärung des Vaternetz von einem anderen Vers, den ich sehr liebe, den viele von euch sicher kennen. Minamezar Karatiya. Ja? Anani Bamechavia. Aus der Enge, aus dem Leid. Wie erklärt das Vaternetz diesen Vers? Minamezar Karatani Bamechavia. Es ist nur, wenn ich bereit bin, im Leid wirklich drin zu sein, dass ich Gott wirklich rufe. Ja? Was wir auch heute gelernt haben. Es ist das Leid, hinkt Gott wirklich anzurufen. Ich meine das nicht, dass viele Menschen, die mit Gott nicht sprechen, aber wenn sie lieber Gott wissen, ja, obwohl sie sonst nie zu Gott sind. Sondern was damit gemeint ist, dass im Leid etwas in uns um das Licht Gottes bringt hinein. Es geht nicht darum, dass ich sage, bitte, bitte. Sondern es geht darum, dass Leid, dieser Bruch meines Egos, erfahre als etwas, was in mir einen Prozess beginnt, zustande bringt, der das göttliche Licht in mir zum Wachsen bringt. Und darauf ist das Gute in eine tiefere Art und Weise erkennen und erspüren. Und das ist, liebe Freunde, die Idee von der Matzah. Ich hoffe, das versteht ihr jetzt. Ja? Womit haben wir heute begonnen? Wir haben damit begonnen, mit einer Machloket, mit einem Streit, mit einer Meinungsverschiedenheit zwischen Rashi und Ramban auf der einen Seite. Der eine, die einen sagen, die Matzah, das ist ein Symbol des Leids. Die Matzah ist wohl der Erlösung. Der immer die Dinge zusammenbringt, sagt, die Matzah ist Symbol dieses Prinzips in unserem Leben, dass das Leid den Samen der Erlösung umgesetzt hat. Daher die Matzah Symbol des Inui, als auch Symbol der Lösung, die schon in der qualitativen Leid selber erahnbar ist, für den, der sich im Prinzip in seinem Leben unter Gottes Königreich, also unter Gottes Walten stellt. So, das wäre unser Vaternetz heute gewesen für Pesach. Wer noch ganz kurz etwas sagen oder fragen möchte, kann das jetzt noch tun. Gut, dann belassen wir es dabei. Und ich hoffe, der Ari wird noch etwas sagen. Ich sage nur ganz kurz, dass ich mich sehr freue, dass ihr alle dabei seid. Den Text werdet ihr in ein paar Minuten aufgeschaltet bekommen. Und ich möchte nur, dass wir nächste Woche uns nicht treffen, sondern erst nach Pesach. Das kann jetzt noch der Ari auch noch sagen. Wann das genau, wird. Also zuerst, ich bin sehr froh, dass nach einer Semesterpause von etwa einem Monat ist das Niveau gleich geblieben, vielleicht noch etwas tiefer. Eine sehr gute Vorbereitung für Pesach. Vielen Dank. Nochmals speziell für die neuen Teilnehmer auf der Kursseite, dass sie benutzen haben, zu dieser Leiden erreichen zu können. Gibt es jeweils, also die ganze Woche, stehen die Aufzeichnungen, die Dokumente, steht auch ein Forum, das Thema diskutieren können. Das aktive Mitmachen hat heute ein bisschen begonnen. Ich hoffe, nächstes Mal wird es immer noch ein bisschen mehr sein. Also vielen Dank und wir wünschen Herr Sprenger schon eine Pesach-Kasher bis danach. Und wir sehen uns dann nach Pesach. Für diejenigen, die zu anderen Lektionen auch angemessen sind, dann sehen wir uns doch diese Woche und auch nächste Woche. Also vielen Dank, Tadar Abba. Ich finde das eine sehr positive, diese fünfte deutsche Semester. Und wir sehen uns dann bald.